You need to know that I'm a So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer Ausgabe von Forza Horizon 4. Wir sind zurück und der Herbst ist eingebrochen in Großbritannien. Und ja, damit gibt es auch wieder neue Meisterschaften für die Songgedönse, Dingse, Bumse. Ihr wisst, was ich meine, diese wunderschöne Playlist, die Forza jetzt eingeführt hat, wo ich letztes Mal jetzt leider nicht 100% bekommen habe. Deswegen gab es kein Video zum Porsche 914. Aber irgendwo ist dann auch mal gut mit Forza Horizon 4 zocken. Ja, wir sind zurück und es gibt eine kleine Meisterschaft, die ihr fahren könnt mit den S1 900 Rallye Monstern. Und da habe ich mir diesen wunderschönen Beetle rausgesucht von Tanner Faust, den er an sich nicht im Rallye gefahren ist, weil es gibt kein Rallye Beetle, aber zumindest keinen modernen Rallye Beetle damals schon, sondern mit dem Rallye Cross. Also an sich ist es ein Rallye Cross Monster, aber das soll jetzt auch egal sein. Der ist nämlich im Spiel drin in zwei Versionen, einerseits in dieser neuen und in der alten, die man nur bei Respins so gewinnen kann. Dementsprechend gibt es auch wieder so ein kleines Unicorn, ein kleines Einhorn, was man sammeln kann, nennen wir es mal. Und ja, mit dem werden wir heute Spaß haben. Ein bisschen Tuningspotenzial haben wir noch. Wir haben in der Klasse auch sehr böse Fahrzeuge, muss ich drin. Also Rallye Monsters hat einfach alles, was einfach abnormal viel Leistung Serie schon hat. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Da ist ein bisschen Ramazammer los. Haben wir die beiden Beetles, wie gesagt, der ist, den kann man so nicht kaufen. Der ist selten, den kriegt man über Respins und sowas. Subi haben wir, Renault 5 Turbo. Also ihr seht, da sind ein paar Beasts dabei. Da sind wir schon sehr viele von gefahren. Also Rallye Monster Klasse ist ja eh eine Klasse, die ich sehr, sehr gerne fahre, weil da einfach echt sehr schöne Autos bei sind. Ist auch hier zwei RS200, kann man so machen. Leider beide Leistungssenke schon voll drüber. Dementsprechend ist der Beetle, denke ich, mal eine ganz gute Wahl. Aber ich wollte jetzt einfach mal kurz gucken, ob ich nicht der Einzige bin, der sich so denkt, so ein Herbie-Design wäre doch richtig geil. Oh, das ist auch geil, das 7-Up-Design. Das ist auch kein ist auch ein echtes sogar. Ah, hier im Sydney-Style, auch cool. Auch von den LPN-Leuten wieder einer. Ja, hier, ja, die wissen. Herbie! Im Nesca-Design. Oh, so ein bisschen Renndesign drauf, ne? Ist ein Lovebug. Warte, wir packen das mal drauf. Mit so ein paar Sponsoren wirkt das, glaube ich, noch ein bisschen glaubwürdiger. Hatte der nicht damals auch Sponsoren drauf? Wegen Nesca. Die Filme waren damals echt gut. Also nicht dieser komische Remake, den fand ich jetzt gar nicht mal so geil, aber die originalen Filme von damals waren echt gut. Wir können ja mal ganz kurz schauen. Farbgebung passt schon mal gut, weil der war kein Weiß, war so ein Eierschalenfarben. Das passt schon. Mit den Stickern, klar, der Übergang ist von zum Kotflügel nicht ganz so sexy, aber sonst würde ich mal sagen, ja, nehmen wir so, ne? So ist Herbie ganz sexy. Was ich bei dem Beetle halt geil finde, der hat halt BF Goodrich Reifenschrift. Das wünsche ich mir halt für die nächsten Forza-Teile. Nicht nur diese Horizon-Schriftart, sondern wie Need for Speed das halt auch mal Schriftarten von originalen Herstellern draufballern. Das fände ich ganz sexy und ich glaube, das sollte kein Problem lizenztechnisch sein. Das ist ja eigentlich immer gern gesehen. Okay, natürlich werden hier manche Reifenstellen ein bisschen zickig sein, was ihr Profil angeht. So. Und wenn sie die Schrift auf der Seite sein, muss auch ein Reifenprofil unseres Herstellers vorhanden sein. Bei Need for Speed war das, glaube ich, sogar. Bei Toyota war es, glaube ich, so. Da waren es die R888, die sogar als Profil, als Reifenprofil genutzt worden sind. Ich meine es zumindest. Ich weiß nicht, ob es. Ich meine, irgendwo hatte ich mal was im Kopf gehabt. So, Motor können wir noch ein bisschen was ändern, theoretisch. Oh, wir können sogar Leistung rausgehen. Das ist natürlich krass. Wir können den langsamer machen. Allrad können wir rausnehmen, machen wir nicht. Getriebeübersetzung werde ich auf jeden Fall ändern, weil der Kollege ist natürlich Rallycross, dementsprechend volle Kanüle. Gib ihm einfach nur auf Beschleunigung. Da wir mittlerweile wissen, dass Forza meist Streckenrand, die nicht viel mit Gib ihm beschleunigen, sondern Gib ihm Vollgas, werde ich ein bisschen Topspeed versuchen rauszukitzeln. Ach du Kacke. What the fuck? Es gibt Rallye-Teile für den Beetle? Das ist ja krass. Damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet, weil. Immerhin ist es ein offiziell lizenziertes Rennfahrzeug, dementsprechend ist es mir so schwierig, da Tuning-Teil dran zu packen. Aber da gibt es echt. Das wäre mal geil. Ja, komm, dann gehen wir all out, Alter. Das Schöne ist, die haben sich. Ist das Kevlar oder Carbon? Das ist die voll geil, dass die Zusatzleuchten. Die sind halt voll riesig. Aber krass, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, okay, den Reifen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber Roofscoop gibt es auch noch. Meine Fresse, das ist ja krass. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich wirklich sagen, weil das sind Sachen, die ich eigentlich nicht so auf dem Schirm hatte. What the fuck, wieso ist der denn? Habe ich den schon mal gefahren? Weil der 275er schon drauf hat. Oh, ich muss gerne mal die Getriebeübersetzung mir angucken. Ich habe das Gefühl, ich bin hier mal quer gefahren. Ja, dem wird die dann auch sein. So, gucken wir mal kurz. Was können wir hier noch machen? Bremsen? Ja, den bin ich schon mal gefahren. Aber dann offscreen auf jeden Fall. Weil hier sind nämlich schon ein paar Sachen drin. Okay, Turbo haben wir noch nicht. Ei, wir können bis 900 eigentlich hochgehen, aber das gibt keinen. Bis 900 gibt keinen, wie wir sehen. Das ist schon das Maximum. 879er Score, mehr geht nicht. So, dann werden wir jetzt mal kurz gucken. Ich werde mal kurz das Diff anschauen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich das Ding echt mal quer gefahren bin. Dementsprechend wird das Diff nämlich aussehen. Aber erstmal darauf einen wunderschönen Schluck Kaffee aus meiner Xbox-Tasse.
Ja, ich habe endlich wieder Kaffee. Ich hatte letzten 2-3 Tage keinen Kaffee und ich habe irgendwie immer beim Einkaufen vergessen, welchen zu holen. Ich glaube, was eine Welt für einen zusammenbricht, wenn man morgens immer wieder in den Schrank geht und nur Tee sieht. Habe ich halt Tee getrunken. Ja, seht ihr, 247 km/h Topspeed. Das ist halt natürlich für dieses Auto, also für die Leistung, die wir hier fahren, absoluter Witz. Deswegen holen wir da mal ein bisschen was raus. Ich hätte gerne eigentlich so 300 da stehen, weil dann weiß ich, bin ich auf jeden Fall safe, weil wir haben RS200, wir haben auch noch ein paar andere Konsorten, die einfach echt assigen Topspeed leider fahren in dem Spiel und da kriegt der Beat halt so hart aufs Fressbrett. Ja, okay, da wird nicht mehr viel gehen, habe ich das Gefühl, ne? Wir sind schon relativ am Maximum. Ja, 278 lassen wir mal so. So, Diff. Ist alles in Ordnung? Okay, passt soweit. Boah. Okay, also ich will ihn mal ganz kurz tiefer legen. Ich will nur mal gucken, wie es aussieht. Wir werden damit nicht fahrbar sind, wenn wir auf und rennen. Das ist absoluter Quatsch, wenn ich das... Obwohl, der steht gar nicht mehr so scheiße da. Okay, die Bodenfreiheit ist jetzt nicht unbedingt super geil vorne. Sind wir mal ehrlich. Die Bodenfreiheit ist trotzdem für den Arsch. Aber ist egal, wir lassen das jetzt so. Ist mir egal, ich finde es optisch gut. Ich finde es optisch schön. Tja. Oh. Ja. So, da musste ich mal kurz niesen. So, wir gehen raus. Wir haben eine Meisterschaft zu fahren. Unserem Beetle. Renner zu passt natürlich die ganze Welt Block-Sachen in dem Trainer V-Speedler an haben, der eigentlich vom Rockstar gesponsert ist. Aber hey! Also ich finde, das ist doch vollkommen legitim. So, das Ganze findet nämlich hier oben statt. Wunderschön am Betriebsbahnhof. Da oben brauchen wir noch Beschleunigung. Da oben ist noch nicht viel mit Topspeed. Aber ich kenne das Spiel. Und ich weiß, dass manche Strecken der Höhenstrecke wieder mit Topspeed. Boah, das Rohr ist halt geil. Ne? Das ist halt geiler Ausbruch. Einfach so, wir brauchen Ausbruch. Rohr. Hier kriegen wir noch den DS3 Racing nebenbei nochmal, falls ihr den verpasst haben solltet. Habt ihr hier die Chance, euch das Ding nochmal wieder zu holen? Auf diese Herbstmeisterschaft. Ich glaube, du wirst Spaß bei. Daran haben. Was ja, sag ich auch. Da? Natürlich wirst du das. Boah, das sieht geil aus, ey. Das ist halt Herbie so hart gekifft mit Drogen auf Doping. Also, das ist halt Herbie Endstufe. So, oh, RS200. RS200 habe ich schon wieder hart Schiss vor, weil die sind immer schnell. Das ist totale Kacke. Ich bin das einzige moderne Auto. Alter, sind das viele RS200. Ach du Kacke. Ja, das wird eine lustige Sache. Ich bin gespannt, ob wir das gewinnen, weil RS200 ist halt so assig in dem Spiel. Hallo? Hallo? Alter, Turbolach ist ja kein Wort mehr für das, was da gerade passiert ist. Alter, muss... Also, Start gewinnen wir schon mal keinen. Das Ding ist ja mal richtig am Sterben am Anfang. Wie geht's denn meine Übersetzung? Ich glaube ja, ne? Die mal original lassen sollen, glaube ich. Aber der Reifenschrift ist halt geil. Die Steve Goodwin schon drauf, das sieht optisch so viel cooler aus als das Horizon. Ja, der erste Gang ist ein Problem. Oh, komm schon, Kollege. Schön, wie ich hinterher fahre. Man kann die KI mal ein bisschen beobachten. Hat doch auch was. Ende Runde 2, ich bin mal endlich ran. What the fuck, Alter. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir die Übersetzung mal angreifen. Und die ist echt sehr ungeil. So weiter immer fährt, ist alles super, aber du musst halt am Start erstmal wegkommen. Und nicht 20 Sekunden genügend verlieren. Ja, müssen wir nochmal. Wenn ich neu starte, komme ich dann direkt in den Start oder kann ich dann nochmal kurz tunen? Ich überlege gerade, ich bin nicht sicher, ob wir nochmal in die Vorschau willkommen. Autotune, sehr gut. Weil. Wir machen mal auf Standardeinstellung. Tiefer mache ich ihn trotzdem, einfach weil ich Bock drauf habe. Alter, okay, ich hatte den schon abgeändert. Ach du Scheiße, der war schon getunt von mir. 220 km/h Topspeed. Ach du Kacke, jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt beschleunigungstechnisch abgeht. Ja, ich bin den schon mal gefahren, ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber na gut, jetzt müsste aber besser gehen, ne? Boah, das ist der Turboloch des Todes. Was ist das denn am Start mit der Karre? Danach ist die Beschleunigung ja jetzt super, aber Junge, das ist ja kein Start. Wie kann man denn so langsam abgehen? Boah, Alter, der versetzt hier aber auch.
Ja, der wird Spaß machen, weil es ist echt ganz schön viel Klopperei mit den Gängen. Er fühlt sich unfassbar langsam und träge an. Es ist kein Scheiß, das Ding fühlt sich mega langsam an. Das ist ein Rallycross-Fahrzeug. Die haben Bums ohne Ende, ey. Eieiei, ja, es wird, glaube ich, keine Mannschaft, die wir gewinnen werden. Ich habe echt mir mehr vom Beetle erhofft. Alter, ist denn jeglich langsamer, einfach viel zu langsam im Vergleich zu den Oldies. Ah, jetzt bin ich natürlich an der Kante noch hängen. Scheiße hier. Ey, der ist halt. Also kein Scheiß, ich weiß nicht, was mit dem Beetle auf der Klasse los, in der Klasse los ist. Aber der kommt ja gar nicht aus dem Quark, hat keinen Topspeeder, keine Beschleunigung. Was ist das denn für eine Krücke? Von wegen Herbie auf Drogen. Alter, Herbie hat ein ganz krasses Problem. Der neue Herbie ist langsamer als der alte. Ja, wir fahren die Mannschaft jetzt trotzdem mal durch. Da muss ich die halt nochmal mit einem Fahrzeug fahren, was Leistung hat, damit ich die gewinne. Weil das wird hier keinen geben. Jetzt rennen wir schon in den Topspeed rein. Nee, da werde ich auf jeden Fall die Übersetzung wieder abändern, weil es ändert am Start einfach gar nichts. Die Karre sieht super geil aus, aber sie macht halt. Leistungstechnisch haben wir die stärkste Karre hier und kriegen am meisten auf der Fresse. Die fahren alle 36er Zeiten. What the fuck, ey? Alter. Er sieht wirklich super sexy aus. Brauchen wir nicht drum reden. Der Beetle steht mega fett da. Aber leistungstechnisch, jung ist das eine Krücke. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, was an der Karre falsch ist, damit ich das mal irgendwann optimieren kann, damit ich welchen Wagen mal irgendwann fahren sollte, ich Spaß dran habe. Aber momentan, Alter, nee. Da ist aber irgendwas ganz hart im Argen. Ja, also wisst ihr, 250 hätte ich schon ganz gerne wieder auf dem Tacho stehen. Alter, hallo. Ja, 247 ist auch okay. So, mal gucken, wir haben zwei Sprintrennen noch, mal gucken, ob wir da irgendwas rausreißen können, ich weiß es nicht, werden wir gleich sehen. Ich sag mal so, ich habe nicht das Gefühl dafür. Aber wir lassen es mal drauf ankommen. Aber das, liebe Kinder, passiert, wenn ihr euch dopt. Dann endet nicht gut, lasst es. Dopt euch nicht. Ihr seht dann natürlich auch frischer aus wie dieser Beetle. Aber unter der Haube seid ihr langsamer als zuvor. Ja. Ich glaube wirklich, einen alten Beetle kriege ich schneller als das Ding hier. Eieiei. Aber sieht, wie gesagt, geil aus, den Tudor. Also fürs schön dastehen kann er, das kann er gut. Aber ich weiß nicht, warum der für ein Rallycross-Auto so unfassbar. Warum kommt der denn hier nicht aus dem Quark da? Warum hat er dieses assige Turboloch? Oder warum kommt der Turbo-Gefühl jetzt mal irgendwann da oben? Das kann nicht normal sein. Also irgendwann war ich bei der Karre absolut falsch. Bin ich jetzt schlägt mich noch nicht fast aus. Ich schon. Oh komm, jetzt hoch hier! Irgendwann war ich kolossal falsch mit der Kiste. Bitte erklären. Ich brauche Hilfe. Das war doch mal schön gefahren. Natürlich fahre ich den Mann da hinten rein. Hör auf, mich abzudrängen! Hallo, Beetle! Also, sag mal, ey. Wir werden keine Freunde, ich die Karre heute. Ich merke das schon. Ey. Ich finde Optik echt nice, aber ne, sein Charakter ist für den Arsch. Der Mantler springt, der überholt mich im Sprung, Alter. Du verlierst so viel Speed durch die Landung alleine. Eigentlich. Komm rum, komm rum, komm rum. Junge, die fahren ja in einer ganz anderen Welt. Ja, sobald der einmal am Fahren ist, geht's. Er ist als leistungstechnisch trotzdem für die Klasse einfach unfassbar langsam. Finde ich zumindest persönlich. Ich komme halt nicht ran. Okay, da wurde einer gesetzt, super.
Boah, das wird die traurigste Meisterschaft der ganzen Let's Play-Geschichte hier. 10., 9., Alter, das kann es ja keinem geben. Und diese Meisterschaft sogar noch fast gewonnen, ganz knapp. Boah, ja, da wird noch jemand resettet, aber ich hätte gleich dasselbe gemacht. Alter, ja, ist okay, komm, noch mehr Wände, Alter. Vollball, boah. Hey, sind zumindest Achter. Ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen sollte, aber wir sind zumindest in den Top 10. 7. Komm, mach doch weiter so. Ah, der nächste, der sich wegdreht, ja. Ist auch am Checkpoint vorbei, oder nicht? Ist er nicht? Doch. Oh, wir sind sogar 5, Alter. Okay, das war jetzt aber nicht, weil die Karre gut ist, sondern weil die KI einfach konsequent ihren Checkpoint ausgelassen hat. Boah, insgesamt 8er. Diese Genugtuung. Eieiei, das wird ein super Meisterschaftssieg, glaube ich euch. Sein kriegt einen Daumen hoch, ja. Die Karre kriegt auch einen Daumen hoch für optisch dastehen, weil, wie gesagt, steht gut da. Mehr sage ich dazu nicht, das restliche passt nämlich alles nicht hier rein. Alter, es gibt, also kann, wie gesagt, schreibt mir gerne mal rein, was man beim Beetle machen kann, dass das Ding fahrbar ist, weil die Beschleunigung aus dem Stand geht ja gar nicht und restlich ist auch voll für den Arsch. Also würde mich ja da mal wirklich interessieren, weil irgendwas ist da doch komplett falsch bei der Kiste. Das ist ein Rallycross-Auto, das ist ja jetzt nicht komplett untermotorisiert. Klar, wir fahren gegen das Horn-Co und ich weiß, die Dinger haben Arsch wie Bums, haben wir ja mittlerweile schon selbst mitbekommen. Aber ich kenne der Drehzahl halt, wann dann zuschauen. Das sollte nicht der Fall sein. Ich verliere halt am Start schon ein gefühlt 10 Sekunden. Die muss ich jetzt erstmal wieder aufholen. Klar ist mir eine Herausforderung und so, aber auch beschissen. Ich hole ein bisschen auf. Hier komme ich gerade ganz gut durch. Direkt gefüpft geschaltet, um Rätsel zu haben. Vorgo hier. Ich glaube, ich habe ein Stück gefunden, wo der Beetle gut geht. Über Felder, Vollgas. Das kann der Beetle. Sehr gut. Wir haben eine Stelle gefunden, was der Beetle kann. Vollgas über Felder fahren. Boah, böser Power Slide, komm zurück. Ich bin schneller als der RS Mode. Das ist jetzt gerade. Okay, vergessen wir, als ein weißer RS Mode, der rote ist schneller. Aber rot macht Auto sowieso schneller. Das wissen wir ja, rot gibt zusätzlich PS. Überholt mich doch jetzt nicht wieder an. Ich hatte gerade einen Erfolgsmoment, Mann. Na, ihr nehmt da die Heulbahn mit, sehr gut. Und Drehzahlbegrenzer, schön. Grüß dich wieder. Boah. Ah, fuck it, fuck it, fuck it. Komm jetzt. Boah. Ich kriege hier die Kommentare so. Bist du so lange, du bist dick in den Farbe kurz runtergeschraubt. Was? Ja, ja, dick in der Startbeschleunigung. Ich muss erstmal die Antriebswelle losbekommen, die am Rahmen anliegt. Jetzt sind wir 5 oder 6er geworden. Das ist jetzt nicht komplett scheiße, aber für Meisterschaftssieg halt leicht vorbei. Puh. Also wie gesagt, wenn ihr Tipps zu dem Beetle habt, gerne mal in die Kommentare. Es würde mich ja wirklich mal interessieren, weil ich würde den halt hier sehr gerne wirklich schnell haben. Und das ist er ja leider nicht. Also ist er noch weit entfernt. Ja, das hatte ich noch nie, dass kein Stern aufgedeckt wird. Das war jetzt echt. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das waren 20 Minuten von dem Event, was ich auf jeden Fall noch komplett nochmal fahren kann. Sehr gut. Sehr schön. Ja, geil. Habe ich Bock drauf. Ja. Wenn wir in die Festliste reingucken. Ja, haben wir super absolviert, das Event hier unten. 1A, muss ich sagen. Gut gemacht, Lukas. Ja. Da würde ich trotzdem sagen, bin ich erstmal raus für die Folge. Vielleicht, wie gesagt, habt ihr Tipps dazu. Dann schreibt die gerne mal in die Kommentare. Ich versenke den Beetle jetzt im Meer. Und dann. Was ist denn da vorne im Wasser jetzt? War kein Scheiß. Ist das eine Boje? Die sehen wir das nächste Mal wieder, wollte ich gerade sagen. Ich muss noch kurz gucken, was da hinten im Wasser schwimmt. Die Frage ist halt, wie weit das draußen ist, ob ich überbringen kann. Das Boote? Sind, glaube ich, Boote, ne? Ja, es sind Boote. Die sind ein bisschen weit draußen. Das lassen wir mal besser mal sein. Aber, ja, wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da.
Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge von Forza Horizon 4 wieder. Wir schauen uns auf jeden Fall auch noch den RTR Drift Mustang von der Formel D an. Der ist jetzt reingekommen, den werden wir uns auch holen. Dafür musst du 50% dieser Festival-Playlist durchzocken. Das da werde ich mich jetzt gleich noch ein bisschen dran machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.